Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge aus OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Nach wirklich einer längeren Zeit melde ich mich jetzt wieder hier zurück auf YouTube in einem neuen Let's Play. Und ja, wir sind heute unterwegs auf der Map Winsenburg 2015. Ja, eine etwas ältere Map, wie der Name schon sagt, ne, aus 2015. Und wir sind heute unterwegs mit dem Mercedes-Benz Citaro Facelift LE. Das ist das Grundmodell von Altair, wie man es ja kennt. Allerdings mit einer Modifikation von Arne J. Das ist ZF-Getriebe, ZF Ecolife. Und ja, mit diesem Fahrzeug sind wir heute unterwegs auf der Linie 103 von Sassmannshof, heißt das hier, glaube ich. Wo wir stehen, und wir fahren nach Winsenburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, wir sind die Linie noch nicht gefahren. Ja. In 2,5 Minuten geht's los. Ist schon alles eingestellt hier. Ich bin nämlich eben schon mal gefahren und der hat dann automatisch die Rücktour geladen. Hier auf unserem Kassengerät. So, jetzt haben wir keinen Druck. Warten wir mal noch einen Moment, dann können wir auch gleich loslegen. Ich guck mal gerade. Das wäre wahrscheinlich schöner, wenn das hier die Beleuchtung an ist, ne? So, dann würde ich sagen, fahren wir mal vor an die Haltestelle. Achtung, Bordstein. Ja, die meisten werden es wohl wissen, ne? Warum jetzt so lange kein Video kam. Wie gesagt, ich hatte ja meine Abiturprüfungen und das ist jetzt seit Montag, also seit dem 28.06. bei mir alles abgeschlossen. Ich habe jetzt hier und da noch die ganzen Diplomübergaben, Treffen hier und Treffen da, ne? Da bin ich jetzt noch etwas eingespannt, aber ich dachte mir, komm, heute ist Freitag, machst du mal noch ein Video. Wie gesagt, seit langem kam ja schon nichts. Falls ihr euch fragt, warum da die Tür da unten so versifft ist und generell, hat man es vielleicht auch schon gesehen. Das habe ich schlauerweise schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, aufgenommen, damit ich mich nicht in die Kamera reinlehnen muss. Ja, warum der Bus so versifft ist, ich bin damit schon ein paar Meter gefahren. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe meine Prüfungen jetzt hinter mir. Ich habe auch schon all meine Ergebnisse. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ist wirklich besser geworden als erwartet. Ich habe einen Schnitt von 1,7 erreicht. Ja, das hätte ich so erstmal nicht erwartet. Also nicht, weil ich von mir denke, dass ich so schlecht bin oder was weiß ich, aber ich sag mal so, ich hatte ja keinen speziellen Schnitt gebraucht. Und habe mich jetzt auch nicht jeden Tag 8 Stunden hingesetzt und abgelernt, ja, also von daher bin ich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis und ja, wie gesagt, wie die meisten ja wahrscheinlich mittlerweile schon wissen oder raushören konnten, beginne ich ja im September Blockstraße meine Ausbildung zum Lokführer oder ja schön sagt, als Eisenbahner im Betriebsdienstfach Richtung Lokführer und Transport. Ja, und da ist natürlich generell sowieso schon mal gar kein Abitur gefragt und erst recht nicht mit dem Schnitt. Bei meinem Arbeitgeber war es eigentlich so, dass zuerst mal MBA gefordert war, aber ja, schließlich wurde es dann doch auf Hauptschulabschluss heruntergesetzt. Ich vermute mal, weil zu wenig Bewerber da waren oder so. Wie es halt in der Branche ist, beziehungsweise generell in extrem vielen oder den meisten Ausbildungsberufen und handwerklichen Berufen heutzutage fehlen einfach die Leute. Irgendwie die Gesellschaft ist so auf dem Weg, dass von den Eltern vorgeschrieben wird, du musst studieren gehen, du musst Abitur machen, wenn du Abitur machst, gehst du automatisch auch studieren und quasi nur noch die eine Ausbildung machen, die es nicht geschafft haben. Ich möchte jetzt hier mit niemandem angreifen. Es gibt durchaus auch Leute, die wirklich was drauf haben
und einfach nach dem Hauptschulabschluss oder nach dem MBA von der Schule abgehen, weil sie einfach wissen, was sie machen möchten. Sie möchten irgendein Handwerk erlernen, sonst was, und machen das dann halt, sobald sie es können. Also bitte nicht angegriffen fühlen, aber ich spreche jetzt mal so, ja, was mittlerweile so üblich ist, häufig. Celiusstraße. Und ja, da muss ich halt wirklich sagen, ist es mittlerweile so, viel, viel mehr Leute machen halt Abitur wie noch vor, sag mal, 15, 20 Jahren. Und all die Leute, die Abitur machen, die haben halt natürlich dann auch irgendwie, ich weiß nicht warum, so ein bisschen eingetrichtert bekommen, dass man, sobald man Abitur gemacht hat, auch studieren geht. Bei mir war das ähnlich, also meine Eltern, muss ich sagen, haben mir da wirklich viel Freiraum gelassen, also da, also die hätten sich zwar natürlich auch gewünscht oder wären froh gewesen, wenn ich irgendwie studiert hätte oder so, aber für die ist das völlig in Ordnung, dass ich das nicht tue. Wobei man ja auch noch dazu sagen muss, nur weil ich jetzt die Ausbildung als Lokführer mache und danach dann Lokführer bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das mein ganzes Leben lang machen werde. Ich meine, da hat man ja auch noch genug Möglichkeiten, sich da irgendwie weiter zu bilden, auch in der Branche, sage ich jetzt mal. Ja, wo allerdings eher dann, ich sag mal, die Einwände kamen, oder wie man das jetzt auch immer sagen möchte, oder die, wo man hat versucht hat, mich zu beeinflussen, das war in der Schule von den Lehrern. Und zwar, ich meine, ich sag mal so, ich war immer schon relativ guter Schüler. Ich war jetzt nicht der Klassenstreber, der überall immer eine 1 hatte, ja, aber ich würde selbst mal bezeichnen, dass ich zu den besseren Schülern gehört habe. Und da war natürlich, als das jetzt so nach und nach rauskam, wie gesagt, vor, ich sag mal, einem anderthalben Jahr, wusste ich noch nicht so wirklich, was ich machen will. Ja, das mit dem Lokführer kam dann eher durch Zufall. Ich interessiere mich ja immer, hatte mich ja immer schon dafür interessiert, aber irgendwie mein Berufswunsch, so war es eigentlich lange Zeit nicht. Aber hat sich jetzt halt eben so ergeben. Und als das dann so rauskam bei den Lehrern, dann war dann teilweise ein großer Aufmarsch, würde ich jetzt schon fast sagen. Also wo dann teilweise auf einmal irgendwelche Lehrer zu mir kamen, die ich vor Jahren mal hatte, die dann auf einmal sagen, du Jakob, ich habe das und das gehört, stimmt das wirklich? Das kann ja wohl nicht sein, willst du das wirklich machen? Du musst doch studieren gehen und bla bla bla. Und ich denke mir die ganze Zeit so, lasst mich doch. Ich muss hier gar nichts, nur weil ich jetzt Abitur mache und sicherlich auch das Zeug dazu hätte, irgendwas zu studieren, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen muss. Also ich bin halt jemand, der wirklich gerne irgendwas praktisch macht, ja. Und der halt auch gerne am Ende vom Tag sieht, was er geleistet hat. Ich mache ja viel, ich baue mir hier immer alles mögliche, siehe das Dashboard, siehe mein Fahrpult, was da vorne steht. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber quasi hinter mir ist eine Modellbahnanlage, wo ich auch ständig was am Basteln bin. Und es macht mir einfach Spaß, irgendwas zu machen, wo man halt am Ende vom Tag auch was sieht. Oder halt einfach was Produktives zu machen, ne? Und die Sache war halt, ich hatte ja auch mit dem Gedanken gespielt zu studieren, gar keine Frage. Allerdings wusste ich eben nicht, was ich studieren soll. Und dazu kam dann natürlich, Studium ist natürlich 100% Theorie, ne? Außer man macht jetzt ein duales Studium oder sowas. Da muss man dann aber natürlich auch was Passendes für einen finden, damit man dann halt im Nachhinein auch ja was anfangen kann, ne? Weil es gibt ja auch viele Leute, die studieren einfach irgendwas, ohne überhaupt zu wissen, was sie danach machen wollen, und studieren halt einfach mal irgendwas, und wenn sie dann damit fertig sind, dann ja mal gucken, was man dann damit macht, ne? Ich meine, viele Sachen, die studierst du einfach und dann kannst du danach einfach gar nichts damit anfangen, oder du merkst, dass dich das eigentlich interessiert, aber die Berufe, die du danach mit dem Studium quasi ergreifen kannst, dass die überhaupt gar nichts für dich sind. Das gibt's ja auch alles. Und ich hatte halt
Ich habe ja zuerst auch überlegt, ob ich irgendwas in Richtung Seefahrt machen möchte. Also Kapitän und sowas. Da hätte ich ja Nautik studieren können. Allerdings wollte ich nie auf so ein großes Seeschiff oder sowas, wo man dann Wochen und Monate lang unterwegs sind. Das war jetzt nicht so meins. Ich hatte da damals, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, ein Praktikum in Hamburg gemacht auf einem Schlepper. Und das hat mir im Grunde genommen auch recht gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, so auf Dauer, oder generell die 2 Wochen, wo ich schon dort war, wurde es mir oft sehr, sehr langweilig. Wenn man dann eigentlich immer nur 1 oder 2 Jobs am Tag hatte, wo man dann halt gefahren ist, und das dauert dann halt immer, ich sag mal, zwischen 1 und 3 Stunden so einen Job, so einen Einsatz halt. Und den Rest vom Tag hat man halt entweder nichts gemacht oder man hat halt Hausarbeit gemacht, sage ich jetzt mal, nur gekocht, geputzt. Kölner Straße, Rathaus. Es war halt noch ein relativ neues Schiff, wo ich war. Da waren jetzt auch noch nicht so viele Reparaturarbeiten fällig oder Lackarbeiten und sowas. Das war halt nicht notwendig, und dann hat man halt sich irgendwie versucht, den Tag da um die Ohren zu schlagen. Ne? Das, naja. War jetzt dann auch wieder nicht so meins, ne? Weil, ja, es war schön, man hat da gut verdient. Also jetzt im Praktikum nicht, ne? Aber später verdient man da echt gut. Man hat schöne Arbeitszeiten. Man ist dort 2 Wochen an Bord, arbeitet halt rund um die Uhr. Also, das ist rund um die Uhr, ne? Man ist halt quasi auf Bereitschaft rund um die Uhr auf dem Schiff. Und hat dann 2 Wochen frei, ja. Also das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Allerdings habe ich mir dann auch gedacht, naja, Ausbildung müsste man dann halt eben dort auch machen. Also da war halt nichts mit Studium, hätte ich klar machen können, aber hätte mir halt nicht unbedingt was gebracht. Hätte ich halt eine Ausbildung als Schiffsmechaniker machen müssen, dann hätte ich halt in ein Internat gemusst, nach Norddeutschland. Und ja, ich weiß nicht, das war irgendwie, konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen. Auch wenn das immer in Zukunft auch mein Hobby bleiben wird, oder weiß, was sich noch so ergibt. Also jetzt nicht das Schlepperfahren, na klar, aber so Schifffahrt generell. Naja. Aber ich habe mir halt gedacht, ja, was soll ich denn studieren, ne? Einfach mal so auf Glück irgendwas 3, 4 Jahre lang studieren, hatte ich jetzt auch keine Lust dazu, weil, naja, danach steht man halt... Danach hat man dann halt studiert, und dann steht man wieder vor der Frage, was macht man? Und ich sag mal so, die meisten, ich rede jetzt hier nicht für alle, aber für viele Jobs, die so auf ein Studium folgen, die sind alle sehr theoretisch. Ja. Jetzt haben viele zu mir gesagt, ja, warum machst du nicht irgendwas in Richtung Ingenieur? Man kann ja auch Bahningenieur studieren und so weiter. Ja, das ist klar, man kann das studieren. Allerdings sitze ich dann den größten Teil meiner Arbeitszeit in irgendeinem Büro vor einem Computer und darf irgendwas planen, irgendwas berechnen, was weiß ich. Und einmal im Monat, das ist jetzt ja, nur ein Beispiel, einmal im Monat fährt man sich dann irgendwo mal irgendwo hin was anschauen, hat aber im Grunde genommen von der Praxis überhaupt gar keine Ahnung. Und hallo. Ich selbst bin auch jemand, der sich immer darüber aufregt, ist die Leute, die irgendwas planen und irgendwas entscheiden und so weiter, von der Praxis oftmals überhaupt gar keinen Plan haben. Und so einer möchte ich auf gar keinen Fall sein, ja. Selbst wenn ich, angenommen, ich würde so einer irgendwann mal werden, habe ich jetzt meinen Grundstein in der Praxis schon mal gelegt, sage ich mal. Indem ich selbst aktiv im Betriebsdienst war bei der Eisenbahn und so weiter, ja. Naja, jedenfalls habe ich jetzt so auf jeden Fall was gefunden, was mir zunächst einmal auf jeden Fall sehr viel Spaß machen wird, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, weil, ich sag mal so, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen, ne? Und, naja, wo mache ich mein Hobby nicht zum Beruf, wenn dort, ne? Und
was dann kommt. Mal schauen. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe hier und da mal die ein oder andere Idee, aber das wird sich alles so mit der Zeit ergeben. Und Hauptbahnhof. Ja, dann diese Fahrt endet dort. Warten wir dort mal ab, was ja, alles weitere so bringt. Ja. Dann sind wir schon am Ende. Jetzt habe ich komplett durchgehend geredet über irgendwas, ne? Ja, egal. Ja. Natürlich, ich bin jetzt mit Abitur und dann auch noch mit 1,7 natürlich deutlich überqualifiziert für den Beruf, den ich jetzt mache. Die Ausbildung, die ich mache. Aber Leute, wisst ihr, das ist mir egal. Ich mache das, was mir Spaß macht. Und das mache ich so lange, wie es mir Spaß macht. Und das ist die Hauptsache. Klar, ich könnte irgendwas machen und mir das Dreifache verdienen oder noch mehr. Aber warum soll ich das tun? Warum soll ich irgendwas machen, wo ich jetzt schon weiß, dass ich im Studium erstens mal keinen Spaß haben will, weil ich, wie gesagt, ich bin keiner, der irgendwie großartig, kein Theoretiker, ne, der gerne Theorie macht und so weiter. Dann kann ich jetzt schon sagen, dass mir das Studium keinen Spaß machen wird. Und danach stehe ich wieder vor der Frage, was mache ich dann, und habe jetzt auch keine Gewissheit darüber, dass mir... Wow, Alter! Habe ich mich jetzt erschreckt. Meine Güte. Und habe dann danach auch keine Sicherheit darüber, dass mir der Beruf, den ich dann ergreifen werde, auch Spaß macht. Und wenn ich das dann merke und dann irgendeinen ganz anderen Zweig einschlage, dann waren die vielen Jahre, wo ich studiert habe, umsonst. Und ja. Es ist ja schön für all die Leute, die genau wissen, was sie studieren wollen und die eine klare Vorstellung davon haben, wo sie hinwollen und denen das auch alles Spaß macht und so weiter. Aber für mich ist das, wie gesagt, nichts. Und ja, dementsprechend habe ich meine Entscheidung so gewählt, wie sie jetzt gefallen ist. Und ich hoffe, ja, dass ich damit auch zufrieden bin. Na, wir sind am Ende der Fahrt angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt sehr viel Gerede war hier, aber naja, gut. Ich verabschiede mich von euch, hoffe, dass es euch gefallen hat, und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, ich nehme einfach direkt die nächste Folge nochmal auf, ich bin gerade so schön drin hier, ne? Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao!